Woran lässt sich narzisstische Schuldverschiebung erkennen? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Mit allerlei Manipulations- und Kontrolltechniken nehmen toxische Zeitgenossen wie Narzissten Einfluss darauf, dass nach ihren Regeln gespielt wird. Dazu gehört auch, dass solche Leute keine Verantwortung übernehmen wollen und die Schuld schleunigst anderen zuschieben. Im Englischen wird von Blame Shifting gesprochen, auf Deutsch Schuldverschiebung. Um sich davor zu schützen, ist es hilfreich, es frühzeitig als solches zu erkennen. Deswegen geht es in diesem Beitrag darum, woran narzisstische Schuldverschiebung erkannt wird. Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung, wenn ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist Fieslinge. Alle Aufwand in die Verpackung und wenig bleibt übrig für den Inhalt. Narzisstische Zeitgenossen errichten, pflegen und schützen die Fassade, mit der sie ihr wackeliges Innenleben, die Verletzung und die große Leere vor sich und anderen Menschen verbergen wollen. Wer daran wackelt, ob beabsichtigt oder versehentlich, wird zu spüren bekommen, dass es nicht geduldet wird. Da es solchen Leuten an emotionaler Reife fehlt, ist deren Wahrnehmung, Denken und Verhalten recht eigen und selten erfreulich. In einigen Beiträgen erfahren Sie mehr über die Eigenarten solcher Persönlichkeiten und worauf Sie achten sollten. Menschen mit narzisstischen Zügen machen keine Fehler. Das überlassen diese den einfachen Menschen. Entsprechend übernehmen Narzissten keine Schuld für Geschehnisse, weil das voraussetzen würde, dass sie sich selbst als normales Individuum betrachten, das Fehler macht. Das immense Wunschdenken von Überlegenheit und Grandiosität würde die Darstellung, dass sie in irgendeiner Weise fehlerhaft sein könnten, nicht dulden. Selbst wenn sie etwas Schuld die Beweise eindeutig sind, erweisen sie sich als unfähig, die Schuld zu akzeptieren, weil dies zu Schamgefühlen und dann zu narzisstischen Verletzungen führen würde. Gehen Narzissten davon aus, dass jemand ihnen die Schuld für eine Handlung geben wird, wechseln sie in ihr Selbsterhaltungsmodus und lenken alle Schuld von sich auf jemand anderen ab. Es findet Schuldverschiebung statt. In diesem Beitrag geht es darum, Ihnen zu erleichtern, narzisstische Schuldverschiebung zu erkennen. Dafür habe ich beispielhafte Äußerungen vorbereitet, die für die narzisstische Schuldverschiebung häufig eingesetzt werden. Sind Sie sich dieser Taktik von Narzissten, das Problem auf Sie zu verschieben, bewusst? Dann haben Sie es leichter, sich nicht in deren Manipulation und Kontrolle wiederzufinden. Weil Narzissten Schuld nicht akzeptieren, machen diese sich selbst zu Opfern. Wenn dieser als Opfer betrachtet, liegt der negative Fokus nicht mehr auf diesen, sondern auf der Person, die ihn angeblich Unrecht getan hat. Die Schuldverschiebung bedeutet, dass diese die Schuld auf jemand anderen abwälzen, indem sie diese Person zum Problem machen. Die Schuldverschiebung ähnelt dem Gaslighting, sodass vermutlich viele die Phasen der Schuldverschiebung auch als Gaslighting betrachten. Sowohl Gaslighting als auch Schuldverschiebung sind Formen des emotionalen Missbrauchs, mit denen Narzissten die Kontrolle durch Missbrauchstaktiken aufrechterhalten wollen. Durch die Verschiebung von Schuld auf andere wollen Narzissten vermeiden, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Die Schuldverschiebung führt zu einer Opferbeschuldigung. Narzissten reagieren sehr häufig so, wenn sie konfrontiert werden oder jemand droht, ihnen Grenzen zu setzen. Haben Narzissten das Gefühl, dass sie die Kontrolle verlieren und deren konstruiertes Bild von Überlegenheit und Grandiosität in Gefahr ist, wollen diese die Schuld auf andere schieben. Es geht dann nicht mehr um diese, sondern um sie. Wenn Sie in einem Gespräch oder einem Streit erleben, dass die Schuld verlagert wird, verlieren Sie oft den Fokus darauf, was das ursprüngliche Problem war, weil Narzissten so viele Themen verlagert haben, dass sie verwirrt werden. Das ist genau der Punkt, an dem Narzissten Sie haben wollen. Wenn Sie verwirrt sind, wissen Sie nicht mehr, was real ist und was nicht. Sie werden eher einen Rückzieher machen. Hier sind einige Beispiele für Schuldzuweisungen, damit Sie sich vor dieser Taktik von Narzissten in Acht nehmen können. Hättest du von dir aus zugehört, hätte ich das nicht tun müssen. Würdest du mich lieben, müsste ich das nicht tun. Anders erreiche ich dich nicht. Hättest du dich mehr um mich gekümmert, wäre ich nicht fremdgegangen. Hättest du mich nicht auf die Palme gebracht, wäre das nicht passiert. Du wolltest es so. Hättest du mich nicht abgelenkt, wäre es nicht geschehen. Bei all diesen Beispielen von Schuldzuweisungen fällt auf, dass es immer um sie geht und nicht um die Narzissten. Narzissten haben sich auf eine bestimmte Weise verhalten, weil sie es veranlasst haben. Solche Leute übernehmen keine Verantwortung für deren Handlung und alles wird auf sie geschoben. Als intelligenter, fürsorglicher Mensch denken sie über das Gesagte nach und überlegen, inwiefern ihr Verhalten das Problem verursacht haben könnte, was ihre Beteiligung war. Und schon sind sie in die Falle getappt. Es geht nicht um sie persönlich. Doch einer muss der Sündenbock sein. Auch wenn der Narzisst die Verantwortung für sein Verhalten nicht übernehmen will, ist er doch in der Lage, auf andere Weise zu reagieren. Schuldzuweisungen schränken die Kommunikation ein, was sich nachteilig auf die Beziehung auswirken kann. Wenn der Narzisst die Schuld in der Beziehung auf den Partner abwälzt, glaubt dieser, dass er das Problem ist. Der Partner glaubt, dass er sich mehr anstrengen muss, damit die Beziehung funktioniert, weil er glaubt, dass die negativen Dinge in der Beziehung seinetwegen passieren. Meinen Narzissten, dass sie nichts falsch gemacht haben und sie die alleinige Ursache des Problems sind, haben diese keinen Anlass, etwas zu verändern. Partner von Narzissten werden regelmäßig als Grund für alle Probleme in der Beziehung angesehen und das kann sehr anstrengend sein. Dann können sie nichts mehr tun, um die Meinung des Narzissten zu ändern. Sie sind und bleiben im Unrecht, egal was passiert, egal was sie tun. Solange sie weiterhin derjenige sind, der im Unrecht ist, können sich Narzissten von jeglicher Verantwortung freimachen und deren Illusion von Grandiosität und Überlegenheit aufrechterhalten. Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrer Beziehung Schuldzuweisungen stattfinden, sprechen Sie mit einem Freund oder einem Experten, um herauszufinden, was real ist und was nicht. Das würden Narzissten zwar gerne selbst übernehmen, doch dann würden sie den Bock zum Gärtner machen. Narzissten werden alles tun, was sie können, um sie in dem glauben zu lassen, dass sie im Unrecht sind. Geben Sie solchen Menschen nicht diese Macht und Kontrolle über sich. Mögen Ihnen solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was in Narzissten vor sich geht. Letztlich ist es Ihre Aufgabe, auf sich und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, aufzupassen. Carsten Nowak,
Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen Sie Ihren Weg, passen Sie gut auf sich auf.